alles, was ist, Fit for Kids, Fit for Kids. Mit Ernst oder Witz bringen wir, seid ihr hier, Nasirat und Atfal, um zu sehen, was genial. Alles, was ist, Fit for Kids, Fit for Kids. Mit Ernst oder Witz bringen wir, seid ihr hier, Nasirat und Atfal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Fit for Kids. Heute haben wir wieder ein paar schöne Sachen für euch vorbereitet. Doch diesmal wollten wir uns nicht auf ein Thema konzentrieren, sondern haben kunterbunte verschiedene Themen und Clips für euch vorbereitet. Ich hoffe, euch gefällt die Abwechslung. Doch zunächst fangen wir wie immer an mit einem Tilawat, Hadith und Nizam. Shazia wird uns ein paar Verse aus dem Heiligen Koran rezitieren. Sura Al-Alaq, Vers 1 bis 5 mit der deutschen Übersetzung. A'uzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Iqra' bismi rabbikal ladhi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان لا يطغى أرآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى. Im Namen Allahs des Gnädigen, des immer Barmherzigen. Lies im Namen deines Herrn, der erschuf. Er erschuf den Menschen aus einem Klumpen Blut. Lies, denn dein Herr ist der Allgütige, der den Menschen lehrte durch die Feder. Den Menschen lehrte, was er nicht wusste. Keineswegs, wahrlich, der Mensch ist widerspenstig, weil er sich unabhängig wähnt. Wahrlich, zu deinem Herrn ist die Rückkehr. Hast du dich den gesehen, der da wehrt? Als nächstes folgt ein Hadith, gelesen von Mubarisa. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Ali Muhammadin. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد طلب العلم فريضة على كل مسلم. Wissen zu erwerben ist für jeden Muslim Pflicht. Sehr schön. Nun tragen uns Sophie und Tabea einen Nazm über Museen vor. Museum, 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 oh Museum. Wir gehen mit MTA jetzt ins Museum. Wir machen uns jetzt schlau, wir bleiben nicht mehr dumm. Wir wollen wissen, warum sind Bananen krumm. Wir machen uns jetzt schlau, wir bleiben nicht mehr dumm. Museum, 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 oh Museum. Wir wollen alles wissen. Wir wollen wissen, was die Alten dachten, was sie für Sachen machten, warum sie manchmal lachten. Drum gehen mit MTA wir ins Museum. Wir machen uns jetzt schlau, wir bleiben nicht mehr dumm. Museum, Museum, Museum,
Mensch und Tier. Und über alle Länder, Allah, wir danken dir. Du lehrst uns vieles Wissen im Museum. Wir machen uns hier schlau, wir bleiben nicht mehr dumm. Museum, 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 oh Museum. Wir gehen mit MTI jetzt ins Museum. Wir machen uns jetzt schlau, wir bleiben nicht mehr dumm. Wir wollen wissen, warum sind Bananen krumm. Wir machen uns jetzt schlau, wir bleiben nicht mehr dumm. Museum, 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 Museum. Wie schön. Ich hoffe, euch hat es genauso gefallen wie mir. Als nächstes haben wir etwas ganz Tolles für euch vorbereitet. Ihr wisst sicherlich, dass Frankfurt an dem nächsten Fluss Main entlang einen schönen Museumsufer hat, mit vielen großen Museen. In Kids on Tour besuchen wir das Museum für Kommunikation in Frankfurt, auch genannt als Postmuseum. Ihr denkt, das ist langweilig. Aber nein, ganz im Gegenteil. Wir zeigen euch, was man dort alles machen kann und wie toll und interessant es ist. Denn dort kann man auch sehr kreativ werden. Genau richtig für die Kinder. Also, Clip ab! Assalamu alaikum. Wir stehen gerade vor dem Museum für Kommunikation und freuen uns, gleich da reinzugehen. Ich begrüße euch hier im Museum für Kommunikation und würde euch gerne zeigen, was man hier alles machen kann. So, dann gehen wir von Station zu Station und bleiben möglichst zusammen und dann erkläre ich euch das im Einzelnen. Und dann fangen wir mit dem Schönsten, was wir hier im Museum haben, an. Und zwar ist das eine Rohrpost. Das kann man dann hier öffnen und hier, dazu gibt es eine Kapsel. Die kann man einmal hier öffnen und einmal hier unten öffnen. Und da steckt man die Nachricht hinein. Die Nachricht schreibt er hier auf, hier gibt es Papier, und da steckt möglichst nur ein Zettel hinein. Den Brief müsst ihr ein bisschen zusammenrollen und hier hineinstecken. Huch, das geht nicht so ganz, so. Und dann tun wir die Kapsel hinein, machen das runter und drücken hier drauf. Und jetzt verfolgt man mit den Augen, wo das hinsaust. Mir eingefallen, steckt hier kein Papier rein, das kommt nämlich oft vor und da ist die Röhre verstopft. So. Alles, was ist, fit for kids, mit Ernst oder Witz bringen wir, seid ihr hier, Nasirat und Atfal, um zu sehen, was genial. Fit for kids. Wir sind hier in der Druckwerkstatt und ihr könnt selbst einen Stempel herstellen, indem ihr so eine Styroporunterlage nehmt. Hält sie bitte weiter hin. Ihr nehmt so eine Styroporunterlage und dann nehmt einen Stift und macht irgendwas, malt was ganz Einfaches rein. Ich male gerne ein Herz, so. Und dann nehme ich die Farbe hier mit der Walze und trage die Farbe auf. So. Wir machen das geschickterweise natürlich auf der Unterlage, nicht hier. Und dann, so, das ist die eine Möglichkeit. Und wo das Mädchen steht, das ist ein Druckstock, sagt man dazu. Und da wird auch Farbe aufgetragen und Blatt draufgelegt und mit der Walze wird das dann auch gedruckt. Also ihr habt zwei Möglichkeiten, selbst einen Stempel herzustellen und mit dem Druckstock könnt ihr auch drucken. So. An dem rechten Tisch könnt ihr einen Stundenplanwürfel herstellen. Da liegen Schablonen da, es liegt alles da, Schere, Buntstifte könnt ihr ausmalen. Und auf der linken Seite ist auch ein Basteltisch. Da könnt ihr einen Stimmungsparameter, sagen wir dazu, da könnt ihr das an eure Tür hängen zu Hause. Ich habe heute schlechte Laune oder gute Laune und da weiß eure Mama Bescheid. So, jetzt schaut mal bitte hier zu dieser Wand. Da haben Kinder aus alten
Telefon, wir sagen Telefonschrott dazu, haben die kleine Kunstwerke gebaut. Hier haben wir den Tisch, wo die einzelnen Teile zusammengeklebt werden. Ihr braucht natürlich auch die größeren Teile. Die sind hier in diesem Wagen drin. Und die werden dann, mit, wie gesagt, mit der Heißklebepistole zusammengeklebt. Und passt bitte auf, fasst nicht die Spitze an. Alles, was ist, fit for kids. Ich baue jetzt gerade einen Roboter und dann klebe ich das mit einem Heißkleber hier dran. Und dann mache ich noch die Arme und die Beine. LEDs sollen Ohren sein und das hier soll die Nase sein und es soll irgend so ein Tier darstellen. Und das sollen irgendwelche Haare an der Nase sein. Diese Kabel. Ja. Und das will ich jetzt gleich mit der Heißklebepistole zusammenkleben. Museum, 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 oh Museum. Wir gehen mit MTA jetzt ins Museum. Hallo, wir bauen gerade eben unseren Panzer, den wir zusammenbauen wollten. Und wir haben gerade eben unsere Sachen ausgesucht, die wir haben wollten. Und wir fangen gleich an zu bauen. Museum, oh Museum. Wir wollen wissen, was die Alten dachten, was sie für Sachen machten, warum sie manchmal lachten. Drum gehen mit MTA wir ins Museum. Wir machen uns jetzt schlau. Wir bleiben nicht mehr dumm. Museum, 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 oh Museum. Wir wollen alles wissen. Du suchst erstmal Smiley zu malen, aber ich bin nicht sehr gut da drin. Deswegen habe ich die dann ausgestanzt und es sieht jetzt viel besser aus. Ich habe einen Stempel hergestellt und ich habe es so gemacht, dass ich das Styropor genommen habe und dann habe ich da MLA reingeritzt, jetzt sieht es so aus. Und ich habe dann Farbe drauf gemacht und da auf ein Blatt drauf gedrückt. Ja, ich wollte hier gerade etwas machen, so wie Postkarten oder Briefkarten. Ich zeige es Ihnen mal jetzt. Man nimmt allererst den Stempel, stempelt ihn hier einmal drauf. Dann nimmt man den Brieftacker. Steckt man das Blatt hier rein und jetzt tackert man. Wir stempeln, haben hier Bilder und dann stempeln wir zum Beispiel hier sowas, zum Beispiel ein Dinosaurier, ein Klebriss und dann malen wir Bilder, zum Beispiel was wir in den Ferien gemacht haben und so. Wir machen uns jetzt schlau, wir bleiben nicht mehr dumm. Museum, Museum, Museum. Hier haben wir so Bausteine. Hier steht das halbe Wort von Decke. Und wenn man es auf den Spiegel legt, dann sieht man ganz genau, dass hier drauf Decke steht. So genau auf dem Baustein steht auch noch von der Eiche. Und so weiter, von Dick. Ich habe eine Schablone und damit mache ich dann so einen Würfel, so einen stumpfen Würfel. Und da kann man dann alles dran schneiden. Hier an dieser Station wird er nicht sehen, wo er den Kahn gerade fährt. Und ich muss ihm dazu helfen, dass der Turm richtig gebaut wird. 1, 2, 3. Museum, 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 Museum. Wir gehen mit MTA ins Museum. Wir machen uns jetzt schlau, wir bleiben nicht mehr dumm. Wir wollen wissen, was. Also ich habe es jetzt gerade anbekommen und habe jetzt auch schon die Nachricht zurückgeschickt. Museum, 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 oh Museum. Ich habe ein Stimmungsbarometer gebastelt und auch noch so ein Teil zum Schreiben. Ja,
Und so sieht's aus. Ich habe auch ein Stimmungsbarometer gemalt. Wir wollen alles wissen über Mensch und ein Bild mit Stempel. Und über alle Länder aller Gedanken. Und noch ein Würfel. Du lehrst uns, wie das Wissen im Museum. Wir machen uns sehr schlau. Wir bleiben nicht mehr dumm. Museum. Ich habe einen kleinen Plakat gemacht mit einem Stempel drauf und der sieht so aus. Ich habe einen Würfel gemacht und ja, nur einen Würfel. Wir wollen wissen, was die Alten dachten, was sie für Sachen machten, warum sie manchmal lachten. Drum gehen mit MTA wir ins Museum. Wir machen uns jetzt schlau, wir bleiben nicht mehr dumm. Nadi! Takbir! Museum, oh Museum. Und habt ihr gemerkt, wie viel man Spaß dort haben kann? Man kann basteln, zeichnen, stempeln und vieles mehr. Und nebenbei lernt man auch noch so viel dazu. Wir hoffen, dass ihr auch mal dieses Museum besuchen werdet. Inshallah, es lohnt sich wirklich. Nun, als nächstes haben wir für euch nun einen Malwettbewerb vorbereitet. Mal schauen, wer am schönsten eine Moschee malen kann. Jetzt fangen wir an mit dem Malen. Die Mädchen haben als erstes 5 Minuten Zeit und danach haben die Jungs 5 Minuten Zeit. Und derjenige, der die schönste Moschee malt, der hat dann gewonnen. Moschee, viel weißer als der Schnee. Moschee, viel weißer als der Schnee. Moschee. Sehr schöne Moschee, Mashallah. Ja, weißt du, Alhamdulillah, gibt es von der Jamaat auch mittlerweile so viele Moscheen in Deutschland. Erst letztens hat Sesul Ayatollah Dala bin Abdulaziz 2 neue Moscheen eröffnet. Das ist wirklich toll. Ja, stimmt. Das wurde ja auch in MTA gezeigt. Tja,
Nun ist die Sendung ja schon fast vorbei. Aber zuletzt haben wir euch noch etwas zum Rätseln für euch. Hallo, ich habe ein paar Rätsel für euch vorbereitet. Und ja, dann fangen wir gleich mal an. Was ist weiß zum Essen, aber kann man nicht essen? Na wat? Ein Zahn. Richtig. Harte Schale, leckerer Kern. Wer mich knackt, der isst mich gern. Ramis? Nuss. Richtig. Welcher Schuh hat keine Sohlen? Bastet? Handschuhe. Richtig. Was geht übers Wasser und wird nicht nass? Eine Brücke. Richtig. Welcher Baum hat keine Wurzeln? Purzelbaum. Richtig. Kannst du wieder ein Purzelbaum. Richtig. Womit fängt der Tag an und hört die Nacht auf? Der Tag. Ich mein Tee. Ja. Welches Tier kann höher springen als ein Minarett? Roman? Alle Tiere, weil das Minarett nicht springen kann. Ja, richtig. Was ist grün und wird gelb? Suha, ins Mikro bitte. Ein Frosch. Nein. Sophie. Birne. Nein. Daniel. Blatt. Nein. Eine Banane. Richtig. Was hat ein Bein, kann nicht stehen, kann laufen, aber nicht gehen, hat zwei Flügel, aber kann nicht fliegen? Lisa? Flamingo? Nein. Blatt? Nein. Weiß keiner? Ja, Daniel? Baum? Nein, eine Nase. Ein Bein, Nasenbein, zwei Flügel, kann laufen, aber nicht gehen. Wenn man an jede Farbe ein E dran hängt am Ende, welche Farbe kann man dann essen? Alicia? Orange. Richtig. Erraten? Ist gar nicht so einfach, oder? Leider sind wir schon am Ende unserer Sendung angekommen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ihr habt vieles dazu gelernt. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder zu einer neuen Folge von Fit for Kids. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alles, was ist, Fit for Kids, Fit for Kids. Mit Ernst oder Witz bringen wir, seid ihr hier, Nasirat.